Die Besonderheit dieses Tempels der Industrie besteht darin, dass Peter Behrens zum ersten Mal ein Industriebauwerk gestaltet, ohne auf historische Zitate zurückzugreifen. Es ist immer noch ein Tempel, es ist eine beeindruckende, prächtige Fassade, aber ohne Schnörkel, ohne ägyptische Tempelansätze, ohne märkische Backsteintürmchen, wie sie Franz Schwechten vielleicht vorher noch eingebaut hätte. Es ist der erste Tempel der Industrie, der nur aus sich selbst heraus mit seinen eigenen stilistischen Mitteln die Vorstellung eines repräsentativen Industriebaus verkörpert. Dazu kommt die Widerspiegelung des konstruktiven Aufbaus im Äußeren. Das heißt, man kann die Form der Dachbinder, der Stahldachbinder nachvollziehen. Man sieht die Stützen an der Seitenfassade, die sich mit ihren gläsernen Elementen schräg stellen, um das Abstützen zu verdeutlichen. Peter Behrens verzichtet darauf, das Tragwerk zu verkleiden, wie es Franz Schwechten vielleicht noch gemacht hat bei dem Hauptgebäude der AEG von 1897. Er lässt wie bei einer Brücke das tragende Stahlwerk mit den Gelenken unverkleidet. Natürlich erntet er auf der anderen Seite auch gleich wieder Kritik, weil ja, sein revolutionäres Design manchen schon wieder nicht revolutionär genug ist. Er wird gewisser Inkonsequenzen ziehen, die aber letztlich aus der heutigen Sicht gar nicht so entscheidend sind.